Das Gepiepe bringt mich um. Wow. Scheiße, ich komm nicht hoch. Ich kick dich. So geht's uns in 60 Jahren. Schön, dich kennenzulernen. Hi, ich bin Karen. Vincenzo. Freut mich. Gleichfalls. Wir werden dann im Scooter die Promenade rocken. Bei mir piept's. Ich hasse das. Ich glaube, Vinny wird später mal ein richtig cooler Opa werden. Hör auf zu piepen. Ich hasse das. Ich habe Viagra abgesetzt, deshalb amüsiere ich mich jetzt auf der Promenade. Du siehst aus wie ein Opa. Ach du Scheiße. Ich kann auch nur mit Red Bull geil Party machen. Auf jeden. Ich trinke ja nichts anderes. Nur mit Wodka drin. Das ist der einzige Unterschied. Schmeckt genauso. Ja, das stimmt. Im Club haben alle gesoffen und hatten Spaß. Ich geb's zu, manchmal habe ich richtig Bock auf einen Shot. Es fällt mir schwer, auf Alk zu verzichten. Du siehst gut aus. Was? Du siehst gut aus. Und du erst. Ich fand's schon geil, dass Paula da war. Aber ich wusste nicht richtig, was ich machen soll. Hältst du das mal kurz? Nein, danke. Nur halt. Nee, lieber nicht. Ist das dein Ernst? Ich hab grad einen Entzug hinter mir und jetzt soll ich deinen Drink halten? Das fällt mir alles schon schwer genug. Ich find's nicht gut, dass du mich gefragt hast, ob ich deinen Drink halten kann. Tut mir leid. Jetzt bist du sauer auf mich, oder? Tut mir leid. Was ist denn los? Nichts. Was ist denn passiert? Sie meinte, halt mal meinen Drink. Und ich so, nee, lieber nicht. Und sie, doch, los. Und ich, bist du besoffen? Nein. Mike wollte ihren Drink nicht halten und da ist sie genervt abgehauen. Das muss sie doch kapieren. Zum ersten Mal hat Mike ein Recht, auf Paula sauer zu sein. Es tut mir leid, du hast Nein gesagt und ich hab's wem anders gegeben. Sei doch wegen sowas nicht gleich pissig. Sei jetzt nicht den ganzen Abend sauer auf mich, das wäre scheiße. Die Promenade sollte viel rollstuhlgerechter sein. Mit Rampen und so? Ja. Wenn das Aztec eine Rampe hätte, würde ich da so reinfahren. Die scheißen auf alte Leute. Könnt ihr uns beide mal hochtragen? Das nenne ich mal einen Auftritt. Los, bettelt euch mal! Los, Snooki! Wollen wir abhauen? Ja. Vinny und ich sind dann wieder abgehauen. Ihm ging's nicht gut und ich brauche meinen Schlaf. Hat sich komisch angefühlt, aber so ist das halt bei alten Leuten. Das war lustig. Hey, Snooki, fick mich, du fettes Walross! Halt deine dumme Fresse! Irgend so ein Typ hat Nicole fett genannt. Nicole! Wo willst du hin? Du nennst eine Schwangere fett? Was? Willst du heute noch in der Notaufnahme landen? Mit solchen Assis werde ich auch im Rollstuhl fertig. Das war voll der Gangster-Style. Wie war das? Du hättest so machen sollen. Ich bin froh, dass wir uns wieder so gut verstehen. Mit Vinny ist es immer lustig. Das war ein ganz schönes Abenteuer. Ja, oder? Mann, oh Mann. Wenn man nicht in Clubs geht, macht man viel lustigere Sachen. Danke für den Ausflug. Danke dir. Nicole und ich sind wieder Freunde. Ich geh pennen. Okay, schlaf gut. Ich wollte doch so machen. Hau rein. Gute Besserung. Na, machst du Sport? Was für Spinne. Na, ihr Süßen? Alles klar? Woher kommt ihr? Aus Manalapan. Aus Manalapan? Da komme ich auch her. In welcher Straße wohnst du? Paula hat Mike den Ex-Freundin einen Stalkerblick zugeworfen. Sie hat ihn genau beobachtet und darauf geachtet, dass ihm das nicht entgeht. Voll unheimlich. Du siehst ja süß aus. Peinlich.
Ich hatte ja echt überlegt, der Kleinen noch eine Chance zu geben. Aber nicht, wenn sie mir so derbe ans Bein kackt. Paula ist allein nach Hause gegangen. Ich kann sie nicht ausstehen, wenn sie so drauf ist. Sie kennt mich jetzt seit Sommern, das muss sie doch wissen.